Voll einfach, ich will euch nur kurz das erklären, nur wenn ihr verwirrt seid. Passun macht nur Comedy, weil er zu fett ist, um am Kotti Touristen anzutanzen. Das ist ein Programm. Alex Opatov schaut so aus, als hätte ein Russe mit Down-Syndrom einen Gartenzwerg vergewaltigt. Erika Radcliffe klingt beim Reden. Als hätte Marcel Reich-Ranicki eine quietschende Türscharniere gefickt. Alex Opatov unterrichtet manchmal Comedy in Bosnien, weil die Leute in Bosnien immer Lachen mit Weinen verwechseln. Ich mache meine Normalstimme, warte, das wäre zu viel. Erika ist halb Jüdin, halb Japanerin. Das bedeutet, ihre Vorfahren haben im KZ Reis gekocht. Es ist entweder das oder sie waren in Hiroshima und haben aus den Leichen die Goldzähne rausgezogen. Eins von den beiden muss es sein. Alex Opatov schaut so aus, als hätte er Tschernobyl überlebt. Deswegen leuchtet er im Dunkeln. Erika sagt in ihrer Comedy, alle weißen Leute würden denken, dass alle Asiaten so aussehen wie Lucy Liu. Das stimmt nicht. Ich würde dich nie mit Lucy Liu verwechseln. Lucy Liu hat einen wirklich geilen Arsch. Und Erikas Arsch ist so flach, manchmal verwechsel ich ihn mit Lucy Lus Gesicht. Alex Opatov ist ohne Vater aufgewachsen. Deshalb ist er mit einer Frau zusammen, die mehr Testosteron hat als er. Es wäre besser, wenn Sie meine Freundin kennen. Ja. Du versuchst es. Erika hat uns mal ganz verwundert erzählt, sie kriegt auf Dating-Sites ganz viele Anfragen für Nackt-Wrestling. Das war eine Story. Sie wusste nicht, was es ist, ich wusste nicht, was das sein soll, aber ich glaube, ich habe es rausgefunden. Es ist einfach so, Erika ist ein hübsches Mädel, aber sie ist auch Asiatin, deswegen denken manche Leute, sie wäre Jackie Chan. Und deswegen sind sie sich nie sicher, will ich sie jetzt schwängern oder schlagen? Ich will sie ficken, aber mir jucken auch die Fäuste und dann so, Nackt-Wrestling. Schlagen. Auf jeden Fall, Alex Opatovs Comedy-Karriere ist wie seine Raucherlunge. Sie ist nicht mehr zu retten. Aber ich habe eine. Okay. Ist jetzt mein letzter Witz. Erzähl mal kurz die Geschichte. Erika und ich sind seit einer Woche, sie ist meine neue Mitbewohnerin, tatsächlich war. Und hier ist, warum sie die Wohnung gekriegt hat, das Zimmer gekriegt hat. Ich habe mir drei Leute angehört. Erika ist die Einzige, die während des Interviews, mitten im WG-Interview, aufgestanden ist, gesagt hat, ich muss ganz dringend kacken. Und dann ist sie aufgestanden und ist kacken gegangen. Und ich war so, okay, jetzt ist es deine Wohnung.
Shit! Oh mein Gott! Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ein Like da, abonnier uns, ich würde mich sehr freuen. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann verpiss dich. Spaß, Spaß. Ich liebe dich, ich hasse dich, ich liebe dich. Nein, ich liebe dich. Abonnier uns, du Wichser. Ich liebe dich. Abonnier uns. Hau ab. Abonnier uns. Verpiss dich. Spaß, Spaß.